Hallihallo alle zusammen und willkommen wieder zurück bei Dead Space. In der letzten Folge haben wir dieses komische große Tentakelvieh an den Generatoren platt gemacht. Und jetzt heißt es, dass wir irgendwie von diesem Schiff hier runterkommen müssen. Angeblich soll hier irgendwo ein Shuttle sein, zu dem wir gelangen sollen. Und das werden wir jetzt mal versuchen, ob wir das einigermaßen hinkriegen. Anzugstation? Hm. Sag bloß, ich kann auch mal einen Anzug verbessern. Anzug wechseln. Das ist alles der gleiche, Jungs. Okay, aber es scheint auf jeden Fall noch mehrere Anzüge zu geben. Oder kann ich meinen sogar verbessern? Ah, sieh mal einer an. Mehr Panzerung, mehr Gesundheit. Okay. Oh, ich habe über 1000 Altmetall. 50 kostet das, den zu verbessern. Machen wir doch. Ach, aber von diesem komischen Gel kostet das um einiges mehr. Schauen wir mal, was kostet denn Wolfram? Na, davon haben wir nichts. Machen wir erstmal um die 5 Punkte. Guck mal, hier machen wir auch noch ein bisschen Luft. Da machen wir von allem etwas. Und von der Panzerung noch ein bisschen was dabei. Halt, stopp. Und noch ein bisschen mehr Luft. Noch ein bisschen mehr Luft. Muss irgendeinen Sinn haben hier alles. So, was können wir hier noch machen? Stase-Energie. Schaden und Reichweite dann des Chinesen-Moduls. Ja, das gucken wir uns die Tage mal irgendwann an. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen mehr Gesundheit, ein paar Trefferpunkte mehr. Ich hoffe mal, dass uns das zumindest schon mal ein wenig weiterhilft. Isaac, Norton hier. Warum kontaktieren Sie mich auf einem privaten Kanal? Weil ich wissen muss, ob Sie auf meiner Seite sind. Es gibt Seiten? Ich weiß, Sie hatten was mit. Aber sie gehört jetzt zu mir und ich liebe sie zu sehr, um sie das tun zu lassen. Wenn sie recht hat und hier ist die Heimat der Marker, gibt es vielleicht eine Chance, das Ganze wir zu stoppen? Wir beide wissen doch, wie das enden wird. Hätte man vor 200 Jahren einen Weg gefunden, die Marker zu stoppen, wären wir jetzt alle in Sicherheit. Das ergibt doch keinen Sinn. Oh, jetzt kann ich. Sie denken, Sie und Sie. Vergessen Sie es. Sie ist klar. Okay. Was kann ich damit machen? Ah, okay, das lädt mir meine Luft wieder auf. Jetzt habe ich es gesehen, okay. Das ist ja schon mal viel wert. Wo zum Geier nochmal muss ich hier hin? Ich lasse einfach mal los und dann schauen wir mal, wo es das hintreibt. Ich glaube, ich muss da drüben hin. Hören Sie das auch? Meine Rig empfängt eine Art Botschaft in Dauerschleife. Klingt chiffriert. Sie kommt aus dem Forschungsschiff CMS Greeley. Das könnte echt wichtig sein. Lass mich wenn ich fragen, kann, sehe ich mir das an, Santos. Isaac, Ende. Okay. Greeley erkunden. Ah, sehr groß scheint die nicht zu sein. CMS Greeley bin ich. So. Fortsetzen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade so richtig war. Kann ich irgendwas schießen oder so? Nö, ich kann gerade nur sitzen und gucken. Na, dann schauen wir mal, wo uns das blöde Ding hier hinbringt. Ah, ja. Zu irgendeiner nächsten Station, so wie es aussieht. War das jetzt richtig? Wieder ein bisschen Luft nehmen hier. Leer. Das ist ungünstig. Ach, das ist... Ah, okay. Okay, zu diesem Fieder muss ich hin. CMS Greeley soll ich erkunden. Das sieht schon etwas größer aus als das andere Schiffchen.
Flieg, 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 flieg. Drecksing, ich hab dich genau gesehen. Stirb. Auf mit dir. Uiuiuiui. Wink. Kann ich nicht gerade her? Ja, ist ja gut. Na, gucken wir nochmal. Hey Santos, ich bin jetzt in der Greeley. Nationale Mission. Ja, das ist ja schon mal schön. Nein, aber wenn ihr die Quelle findet, finden wir auch eine Möglichkeit, sie zu entschlüsseln. Ja, kann ich ja mal die ganze Mission überhaupt schauen. Das hatten wir schon mal das Thema. Wie kann ich denn da oben durchswitchen? Na, da stehen ist sowieso ganz ungünstig. Damit nicht. Okay. Mausrad auch nicht. Okay, ich guck noch mal ganz kurz in die Steuerung. Ich weiß, gibt Schöneres, aber muss halt gemacht werden. Oh, hier steht ja viel. Ach ja, Waffen, grundlegende Steuerung. Da steht doch bestimmt was drin. Oh ja, ich kann eine Hechtrolle machen. Das ist ja ein Ding. Abseilsprung. Ah, okay, dann machen wir es einfach über die Schnelltasten. Machen wir J. So. Viel besser. Okay. Die Greedy erkunden. Dann tun wir das. Mehr Missionen habe ich nicht, auch wenn es nur eine optionale ist. Oh, eine Waffe? Nehm ich. Achso, ach nee, nur ein kompakter Standardrahmen. So einen hatten wir uns ja auch schon mal hergestellt. Ist mir viel zu dunkel hier. Laden wir mal nach. Santos, offenbar sind Teile des Schiffes abgeschottet. Abgeschottet? Absichtlich? Okay, bekommen Sie sie wieder auf? Was für? Bin mir nicht sicher. Die kann Wenn ich die Stromzufuhr wiederherstellen kann, kann ich die Sicherheitsabriegelung vielleicht aufheben. Was für Details? Stromzufuhr. Was für Stangen? Du hast keine Stangen in deinem Inventar. Okay, das heißt also, es muss irgendwo komische Stangen dafür geben. Oh, da muss ich. Ach, da geht es auch noch runter. Das hätte mir jemand sagen können. Na, gehst du auf? E. Geht doch. Guck mal, was da drin ist. Medipack gibt es nie genug von. Dann schauen wir mal. Also ich brauche irgendwelche komischen Stangen, um das Ding da oben aufzumachen. Die lassen sich doch bestimmt hier irgendwo finden. Das nehmen wir mal alles mit. Die machen kaputt. Das Licht von meinem Helmvisier ist ja schon geil, gell? Muss man ja sagen. Viel zu viele verschlossene Türen hier wieder. Da Fug. Aufzug und vor allem viel zu viele Kisten. Krauns.
unten ist doch 100% wieder irgendwas. So wie das da unten aussieht. Boah, das sieht schon so aus, als würde ich mich hier verlaufen. Wer auch immer hier gelegen hat, dem geht es vermutlich nicht mehr ganz so gut. Ja, drehen. Drehen. Wieso drehst du dich nicht? Ah, ja gut, die Leute auch. Okay. Die Abriegelung geht vom Funkraum aus. Das ist schon mal viel wert. Wir haben schon wieder einmal Strom. Ach genau, wir haben ja noch unsere Wegpunkte. Konnte ich den dann nochmal gucken? Geh, Maus. Ja. What? Jetzt aber weg hier. Kannst du aufhören, voll zu kotzen? Ein bisschen Munition oder so was raus. Ich wusste auch, dass das hier nicht gut enden kann. Geöffnet. Ja, dann öffnen wir. Geöffnet. So. Ach nee, hier kam ich gerade, glaube ich, her. Genau, hier kam ich her. Schauen wir doch mal, was der Augen zu tun hat. So. Oh, das ging schnell. Isaac, wie kommen Sie voran? Ich habe den Funkraum gefunden. Geben Sie mir eine Minute, um die Abriegelung zu deaktivieren. Hab ich das? Wenn du das sagst. Ja, ich sorge nur schon mal vor. Ja, ich laufe immer mit gezückter Waffe durch die Gegend. Gerade in so einem Spiel hier. Okay. Ah, okay, dann haben wir zu viel Spannung. Das heißt also, ich brauche ungefähr 45. Das hier ausschalten. Das hier einschalten. Nein. Ach, verstehe. Ah, okay. Einmal die CPU. Ich den darüber schalte. Den darüber schalte. Dann kann ich den wieder darüber schalten. Und den hier? Ah, läuft. Die Frage ist, was habe ich da oben jetzt ausgeschaltet? Was sollte ich nochmal einschalten? Sollte man vielleicht vorher nochmal erkundigen. Okay. Oder zuhören einfach am Anfang. Na, ich hoffe mal, dass ich jetzt das Richtige gemacht habe. Nee, ich musste irgendwelche Türen. Kann das. Ach nee, das war jetzt das Einzige, was aus ist. Wird schon schief gehen. Jetzt ist hier unten die Tür aber noch zu, ne? Ich fürchte, dass wenn ich zurückgehe, wird das nicht viel besser aussehen. Gucken wir nochmal rein. Um den Strom zwischen linken und rechten Systemen anzugleichen. Ja. Mach ich ja. Das hat nicht wirklich was gebracht. Was lohnt sich denn? Okay. Dass ich es nicht weiß. Das. Jemand sendet eine kodierte Nachricht vom Planeten. Wen versuchen Sie zu kontaktieren? Schien das Richtige gewesen zu sein. Sagen Sie es mir. Ja, seht ihr, von wegen zu hören. Wildes Rumprobieren klappt immer. Hat sich bisher immer gut bewährt in vielen Spielen.
Na komm, geh auf. So. Ich hab mir immer noch keine komischen Stangen. Du für ein Vieh. Ah ja, dachte ich mir doch. Na. Oh Gott, sind die Dinger hier immer. Komm her, Munition. Und alles, was ihr sonst noch übrig habt, her damit. Das kann ich immer noch nicht aktivieren. Kann ich komische Stangen bauen? Kompakter Standardrahmen, noch eine Plantine, ist ja gut. Waffen-Upgrades, Objekte herstellen, Stase-Pack, Munitionspack, nein. Sieht nicht so aus. Okay, aber ich kam hier, glaube ich, durch irgendeine Tür rein, oder? Oder kam ich hier die Leiter runter? Gehen wir erstmal da unten lang. Oh, nein, hier war ich noch nicht. Na, öffnen. Oh, hier war ich ganz sicher noch nicht. Na, komm, stampf. Machst du die Kiste kaputt? Ach, da ist noch ein neues rausgekommen. Komm her. Ach, wie viele sind da drin? Oh, der war schnell tot. Erstmal noch ein Medipack nehmen. Uiuiui. Ach, hier sind jede Menge von diesen Schächten. Ich werde das Gefühl nicht los, dass das nicht die letzten Viecher waren, die uns begegnet sind. Ja, ich gucke auch praktisch hin und her. Das tut mir leid, wenn das für euch gerade ein bisschen anstrengend ist. Aber wir haben am Anfang schon mal erwähnt, sind das nicht so meine Spiele. Also doch, eigentlich schon. Macht ja Spaß, aber... Haust du ab? Okay, dann nicht. Aber ich bin hierbei nur immer etwas schisserig. Lass mich bei sowas gerne leicht erschrecken. Ja, das fängt ja gut an. So, schon mal ein bisschen vorsorgen. Der sieht tot aus. Und ich weiß, dass nur weil er so aussieht, es noch lange nicht heißt, dass er das auch ist. Aber es ist ein Anfang. Oder findet ihr nicht? Komm, wo? Ah ja. Hallo, Dude. Damit. Munition, Munition über Munition. Immer mehr Munition. Man kann nie Munition genug haben. Und ja, auch von dieser Philosophie bin ich sehr fest überzeugt. Ernsthaft, in dem Räumchen hier. Komm schon. Stirb, 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 stirb. Nein, nicht ich, du. Geht doch. Die ist jetzt immer noch nicht tot. Beinchen ab. Manche, manche. Hallo Bein? Okay.
ist so geil. Das für Viecher. Behalten wir mal besser die Waffe hier bei. Ich glaube, die ist für hier etwas besser geeignet. Zumindest werden noch mehr von diesen kleinen Viechern kommen. Ist geil, selbst die normalen Leichen zermanscht er einfach, statt sie einfach zu durchsuchen. Okay, viel Blitze. Aber das Gefühl, dass ich die auszuschalten habe, bevor ich da lang gehe. Oder so. Verstehe. Lassen wir das erstmal hier hin, dann muss ich bestimmt irgendwas machen. Durch, bevor es wieder anfängt. Oh, das sieht so aus, als würde das schmerzhaft werden. Jetzt muss ich ja noch in dein Büro rennen. Im Ernst jetzt? Wo soll ich denn hier lang? Ja, das hatten wir schon. Ich dachte, du hast vielleicht mal was Neues für mich, Uzi. Okay, also wieder zurück, Marsch. Ah ja, ich wusste doch, für irgendwas ist diese Waffe gut. Kannst direkt liegen bleiben, Digga. Alter, ist das so ein schrecklicher Lärm? Ich glaube, ich habe was rausgezogen, was ich nicht hätte rausziehen sollen. Ja, super. Die Nachricht ist eine Warnung an jemanden namens Serrano an der Planetenoberfläche. Haben Sie einen Weg gefunden, sie zu dekodieren? Okay. Ja, der Entschlüsselungscode ist im Büro von einer Laura Engstrom. Auf diese Dinger drauflaufen? Blöde Idee. Ja, ich hab sie. Ich schick's Ihnen auf Ihren Ortungssender. Ah ja. Genau, die Dinger. Ich ist gerade eben auf. Ey. Ja, komm. Gib mal bitte an. Okay, Aufzug nehmen und weg hier. Da habe ich anscheinend vorerst mal nichts zu tun. Oh fuck, das sieht hier nicht viel besser aus. Aber das Gefühl ist denn. So. What the? Dieses Wixi. Folgen wir einfach mal dem einzigen Weg, den ich folgen kann. Würde also heißen, dass die immer so behindert auf mich zugesprungen kommen müssen. Lass das sein. Okay, vielleicht ist er jetzt ein anderer Weg hier drin. Ihr macht echt komische Geräusche. Ihr Viecher. Immer noch nicht, ja? Doch, doch. Ha, genial. Bombastisch.
Dann habe ich jetzt zumindest mal einen Weg, wo es weitergeht. Aber, liebe Leute, da wir jetzt schon wieder relativ lange dran sind, sind wir zwar nicht viel weiter gekommen, aber immerhin ein kleines Stück. Ich gehe erstmal wieder hier in unser Räumchen zurück. Und dann sage ich einmal wieder herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir machen dann jetzt hier soweit Schluss. Und freue mich dann darauf, dass ihr, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und ihr wisst ja, wenn es euch gefallen hat, ein kleines Däumchen nach oben kann nicht schaden. Und freut mich. Bis dann. Tschüss.